Oder er ist unten. Das weiß ich nicht. Ah, da oben ist er doch. Ich will immer Alt drücken zum Klären. Ich weiß halt echt nicht warum. Katastrophe. Gut. Haben wir auch noch Loot? Für den Brief müssen wir eins. Ja, das passt aber. Tee wieder. Feuer! Dann aber weg, bitte. Jetzt wird er verbrennen. Haben hier oben keinen gekillt? Gibt's überhaupt was außer das eine? Nein. Ich bekam den ungewöhnlichen Auftrag, einige Aufzeichnungen zu vernichten. Ich wollte keinen Ärger, also reiste ich nach Westen zur Gerania-Bergkette. Tauche in der Mitte der Bucht, dann findest du sie auf einem Brett in einer versunkenen Ruine. Dann drücke ich immer Alt, ob ich eigentlich doof bin. So. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Ja. Ja, auf zu schleichen, komm. War ja eigentlich nicht noch irgendwo ein Schmied? Auftragstafel, wir haben noch ein paar Aufträge. Erst wenn die uns leer gehen, um uns neue, sonst lohnt sich das nicht. Hier war doch irgendwo ein Schmied, meine ich. Guck mal kurz auf der Map. Da ist der Schmied gerade aus, okay. Schmied, hier gibt's Neues. Nix, gut, perfekt. Wir müssen ja eh in die Richtung halten, dann gehen wir kurz da lang. Mein Schwein ist so deshalb zu sagen. Was willst du? Kann ich dir heute mit irgendwas behilflich sein, Heiler? Heute Morgen habe ich wieder drei Patienten verloren. Eine Familie. Sie gerieten zwischen Athener und Spartaner. Dieser Krieg muss aufhören. Ist nun die gleiche Aufgabe, wie der eine schon gebettelt hat. Ich bin sicher, dass bald Frieden herrschen wird. Es wird kein Ende nehmen, wenn niemand etwas unternimmt. Es muss eine Möglichkeit geben, sie von hier zu vertreiben. Nimm ihnen Waffen und Nahrung weg. Ich soll die spartanischen Schiffe... Ja. Nö. Ich kann nicht helfen. Nun, was soll ich jetzt tun? Nix. Lass die Spartiaten einfach. Die machen das schon richtig, Bro. Trust them. Die haben eine Fat Experience drin. Da hat wahrscheinlich 200 noch nicht gesehen, Mann. So ein Vogel, du ist echt peinlich. So, mein werter Herr. Bitte, danke. Verkaufen. Alle Handels. So. Das kann weg. Das. 115 Kriegerschaden, dann könnte das auch weg. Das heben wir uns auf. Das kann auch weg. Der Helm macht 4 mehr, 4 Kriegerschaden. Attentat. Jäger. Nee. Ein bisschen mehr Verteidigung mache ich jetzt nicht rum. Kann auch weg. Kann auch weg. Ah, weil ich das ausrüste, da kann ich es weggeben, okay. Das macht 4 Kriegerschaden. Das macht 4 Kriegerschaden, okay. Das macht 4 Attentatschaden. Der hat zwar mehr Verteidigung, aber ich bin für Attentatschaden gerade. Weil Damage so an sich, finde ich, macht man nicht genügend. Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Der macht Krieger. Nö, das ist egal. So, du machst 14 mehr. Attentat, Krieger, Jäger. Dann tun wir das und das sind... 24 nehmen uns noch auf, dann rüsten wir erstmal den aus. Wir sehen uns später. Yep, Senior. So. Du machst Attentat. Das können wir eigentlich auch eingravieren lassen. Aber nicht ein seltsames Schüchchen. Was hat man denn für eines?
Ist denn da oder immer die hier? Sieht auch doof aus. Da ist nur ein Bein geschützt. Nein, haben wir doch die. Gut, was haben wir jetzt noch? Ich bekam den üblichen Auftrag, einige Aussagen zu vernichten. Ich wollte. Okay, den müssen wir jetzt zurückbringen gleich. Gut, dann kann er uns nämlich gleich noch hier etwas upgraden. Erstmal noch kurz verkaufen und zwar. Ich wollte das Ding noch tauschen, ne? Scheiße, es ist. Komm zu mir, wenn du etwas suchst. Ja, ist okay. Ich wollte mit Attentat schaden, der hier. So. Gut. Hässliches Röcklein? Nee, schönes Röcklein. Gut. Bessere Preise gibt es nirgendwo. Gravieren. Und zwar. Das. Feuerkopfschussjäger, Dolch, Schwertschaden, Krieger. 1% für alle Schäden, erstmal zu wenig. Oh, Kopfschussschaden, das wäre aber nice. Geht es direkt auf den Bogen? Kopfschussschaden, 5% Jägerschaden, 2% Schaden bei aufklärenden Angriffen mit Bögen. Ja, kapiert. Upgraden können wir das theoretisch auch noch. Können wir den gravieren? Das geht. Trainier bei kritischem Treffer, Trainier pro Treffer, 1% Gesamtrüstwert, Attentatschaden. 10% kritische Trefferschaden bei voller Gesundheit. Frischen Treffer, ja, das ist immer so eine Sache. Machen wir Attentat nochmal kurz auf. So. Ich will halt die Sachen jetzt noch nicht so hart upgraden, weil stellenweise wird man halt schon noch besser. Warte mal, verbessern. Schwert. 158, das war nice. Geht sogar vom Preis her. So. Boge. Machen wir auch noch. Halt, ich verbessern. Okay, bevor irgendwas zerlegt. Deswegen krieg ich ja mal Herzklopfer. 46, das lohnt sich jetzt nicht. 70, 289. Können wir machen. 40, das lohnt sich auch nicht. Und der Helm, nö. Hab Dank. Bitte, bitte. Das ist erstmal wieder Kohle, mein Freund. So, kehre zu. Und deshalb zurück. Was ist eigentlich, was die. Ach, die Balken. Ja, die machen Leder. Oh Gott. So, wir brauchen das hier leider. Tut mir leid. Da ist erstmal eigentlich so Material verheizt. Steinbockhorn, cool. Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber so in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Wir reden mit ihr. Schnecke, wir müssen ein bisschen was klären. Dope krepiert. Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Müssen erstmal eh, es bringt ja nichts. Oder? Zwei! Warum haben wir nicht ein bisschen Spaß, bevor es zu ernst wird? Ich danke dir für deine Hilfe, aber ich weiß nicht. Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Manchmal hat es sich so angefühlt, aber es war nicht genug. Konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche. Du hast andere Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Mhm. Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Ich... Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre... Ich will mit dir rummachen. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Ich probiere es aus. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten.
Deine Versuche schmeicheln mir. Sag mir, womit willst du mich diesmal in Verzückung versetzen? Das ist ein Geheimnis, zieh mich aus und find es heraus. Wenn du mich ausziehst, findest du es heraus. Das kriege ich hin. LOL! Okay. So, alle wieder glücklich. Da könnte ich glatt ins Schwärmen geraten. Sag ich doch. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön. Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Ach guck, Opa geht's wieder gut. Perfekt. Öffne das Schiffsmenü. Gerne, gerne. Was macht sie? 4 Folgen für Wurfsperre, 6% durch Seeleute zugefügter Schaden. Wir nehmen sie mal, sie ist mit Leggy. Dann kriegen wir die, verbessern den Rumpf, um mehr Bootsleute anhören zu. Ach so. Wenn das so ist, mach ich. So, dann können wir ihn ja wieder anheuern. Wo ist er denn da? Perfekt. Können wir 4 Stück insgesamt nehmen, ist ja geil. Haben wir hier noch was? Nö. Gut. Spiel läuft. Hier läuft alles flüssig. Perfekt. Bis zum Schluss, die wahre Geschichte. So, was machen wir jetzt? Die griechische Geschichte. Schließe alle Banditenlagerziele ab. Das machen wir passiv. Martin, töte Haie in der griechischen Welt. Oh Gott, das ist eine Dings. Super. Begrenzte Quest. Töte spartanische Schwergewichte in der ganzen griechischen Welt. Okay, machen wir passiv. Hyrokanos, du kannst den Söldner nutzen, um Hyrokanos aufzuspüren. Nö, dann müssen wir jetzt die machen hier. Melde dich bei Stentor. Außer wir haben ein Fragezeichen hier in der Nähe, wie das mit 287. Mal vorher vorbeischauen. Aufsitzen! Jo, kannst ruhig, Pebbles. Oh, danke. Ist es für mich? Das war mal weit. Habe ich beide geludet? Ist aber echt lieb von dem. Reiten wir vor, Boss. Pebbles. Ihr Name ist Pebbles. Komm schon. Ihr Name ist immer noch Pebbles. Und die andere Aufgabe müssen wir auch noch machen, wo wir die komischen Waffen da bergen müssen. So, Pebbles. Die hässliche Textur ist an meiner Festplatte. Ja, lange mal noch Festplatte. Komm im Laden am Ende, das alte Klump. Ich bin zu blöd zum Zielen. Auf einmal habe ich viel zu lange gezögert. Ich weiß nicht, ob ich den Stufenaufstieg gekriegt. Warum hat er einen Totenkopf? Bin ich vielleicht wo ich noch nicht sein sollte? Nein, heißt der Totenkopf nichts gut. Das heißt, die killen uns. Das ist scheiße. Sind wir echt zu weit? Wir sind in einem anderen Gebiet. Heilige Ebene der Demeter. Gefestigt. Okay. Könnte man wahrscheinlich zu einer Story vorankommen, da reinzukommen. Nun ja, war ein Versucher wert.
Auf jeden Fall mehr noch was zum Synchronisieren, aber hä? Hey, 80 Meter ist noch was? 80? Hä? Echt jetzt? Ach, das war das Ding. Ja gut, jetzt kommt zumindest schon mal ein Dagger. War von Eteokles. Eigentlich ein Name, nö. Was sind denn so ausgedacht? Finde ich jetzt schade, dass wir da nicht hin können. Also können schon, aber kein Bock zu sterben. So, jetzt aber. Gibt es mehr Leder, wenn ich den kill? Nö, auch nur 3. Ich krieg meinen Pfeil wieder zurück. Wie viele haben wir noch? 32. Ja, das passt. Wir kriegen aktuell gut mehr Looten auf in einigen was. 600 Meter in die Richtung. Wir können eigentlich Pöbels holen. Pöbels. Das ist 348. Das heißt, wir könnten da parallel dran vorbeigehen. Okay, da kann das für Eisen auf dem Boden. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ja. Ich finde es schade, dass sie jetzt immer perma-respawnen, weil zum Level. Na, ich glaube, hier gibt es besseres wie die. Jetzt noch gucken, was ist hier? Das sind 218. Wie gesagt, wir gehen ja parallel in die gleiche Richtung. Und das sind wir bei 300. Das kriegen wir auch noch hin. Weil parallele Sachen entdecken ist mir persönlich wichtig immer. Sind wir noch im gleichen Gebiet oder ist es oder fremdartig? Nee, das ist das gleiche. Gut, sehr schön. Geschwächt. Ich spare ich aus, wenn wir so tot sein, wenn es das nicht hinkriegt. Sie kriegt es nicht. Okay, hab's überlebt. Heilige Scheiße. Das war jetzt aber kurz vor Exitus. Alter Vater. Ist unter uns, na super. Na, was haben wir da? Eine Schatztruhe. Was ist das? Kann ich das anzünden? Nö. Ein 4-meter Synchro-Punkt. Hier war doch die Schatztruhe. Hä? Eins doof bin? Entdeckt auch hinter uns. Links von uns. Ist der über... Nee, das hat geheißen gehabt, der war unter uns. Kann sein, dass der da kommt. Ich laufe mal kurz ein Stück weg, dann wird er wieder angezeigt. 81 Meter. Unter uns. Ist hier ein Eingang? Tatsächlich. Flup. Willst du mir was sagen? Spear? Schlachtfeldhöhle entdeckt. Darf ich mal was sehen, bitte? Könnt ihr hier einfach nicht die Fackel rausholen? Oh, das war... Bisschen hoch. See. Ob hier wer ist, keine Ahnung. Falls ja, müssen wir kämpfen. Das aber dürfte nicht tragisch sein.
Du. Next level. So. Die Reichweite im Teil ist halt echt begrenzt. Oh, warte mal, wir haben noch einen Skillpunkt. Können wir das nicht hochdrücken? Fähigkeiten. War das nicht das hier? Ach, mancher Scheiße. Kriegen wir da vier Obsidian-Glas, mal so unterschiedliche Matze mal raus. Okay. Da oben ist noch was. So, bitte runter wieder. Das nehmen wir noch mit. Die kann ich auch mitgenommen. Die nehmen wir auch noch mit. Gut, hier kann ja eigentlich nicht sein, weil außer es gibt einen regulären Eingang. Dann ja. Aber ansonsten nicht. Fledermäuse von mir aus, wenn es irgendwo einen Eingang gibt hier. So, Fackel bitte. Ach Mann. Wenn du die Junge zu überlassen, was ist denn für ein Problem? OBS manchmal. Ist überlastet? Nee, ist es nicht. Okay, hast recht. Sorry. Ah, ich finde es schön. Da haben wir doch alles entdeckt. Ah. Oh, Ostra kann Rätsel finden. Raus ist gefährlich, deshalb sitze ich diesen Krieg aus. Ich komme nur raus, um meinen Becher nachzufüllen. Sobald ich die Höhle verlassen habe, reise ich vom Schlachtfeld im besetzten Wald, vom Tribodiskos nach Nordwesten, triff mich am Altar der Opfergabe zu Füßen des Weingottes persönlich. Sperrstunde. Ist jetzt auch wieder eine neue Aufgabe oder wie darf ich das auffassen? Lol. Tatsächlich. Okay. Gibt's hier noch was? Nö, gut, dann war's das. Ins Dunkle ist mehr FPS. Okay, ist ja logisch. Lupsi. Na? Cassandra, Baby, bitte tauchen Sie. Wir suchen parallel noch kurz ab, ob es hier was gibt. Nein. Nein, nein, nein. Ich weiß, wie ich rechts gekommen, ich war aber links dann kurz. Ahahaha! Als hätte ich es gewusst. So atme die gerade. Wo? Ach da, okay, passt. Oh, und Bäumchen. Ziege. Cool, Pfeile. Persische Klippe. Was macht die? Nix. Aber hier gibt's wieder Metall. Eisenbrocken, sehr schön. So, oh, verfallener Tempel. Gibt's wieder böse Bros? Sehe, natürlich gibt's böse Bros hier. Icarus nicht verfügbar. Ich hab zu schnell gedrückt für Icarus. Icarus, gib mal Gummi. Da ist er. Gibt's hier sonst noch irgendwo eine Umgebung? Weiß ich nicht. Nö. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Wäre schön, wenn vor allem mal solo stehen würde. Was macht denn der mit dem? Wer liegt denn da?
Sehen wir mal nach. Ist nur Günther. Ja, nicht gerade gedrängt im Fass, ist der doof. Ich vergesse dich nicht. Oh, das ist süß. Versteckt euch! Dem Augenblick bewegt der Arsch sich natürlich. Ich sehe die Schützen! Da drüben! Da kommt die Pfeile her! Wo? Muss ich mir nochmal erklären. Ja, die sind verstanden. Da kommst du her? Ah, Jungs. Hast du etwas? Scheiße, na, ist gut, man kann jetzt abhauen. Ja, egal, scheiße. Das war das Tier. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? So. Hunde haben auch gleich mitgenommen. Sehr gut. Den anderen Typen haben wir befreit. Hoffe ich doch. Hm. Interagieren. Antike Tafel. Ach, das hat geschimmert. Ich dachte, das andere Ding hätte geschimmert. Ah, da ist noch was. Achso, durchsuchen. So, dann haben wir alles. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, ja, sehe. Weil ich nichts zurücklasse. Hä, wo? Bin ich doof? Ah! Sonst noch? Ich glaube, das war's. Jupp, das war's dann, oder? Ach, da, der Waffenständer. Genau, brauchen wir da Pfeile. 36 Stück, das passt. So, jetzt kommen wir eigentlich zu der eigentlichen Aufgabe, wo wir hin wollten. Die liegen da schon eine Weile, aber stinkt das nicht? Ich frage ja nur. Oh, das war unser Bro, der war eigentlich dahin. Ist ja zu doof reagiert. Ja, dann holt er den, komm. Müsste ich auch mal ein bisschen austoben, ne? Ich danke dir, Ikaros. Hundi, was ist los bei dir? Ja, ob du doof bist? Du kannst ja hier mit dem Wald auffangen, mit dem Rumzündeln. Au! Oh, so spät aus wie ich, egal. Was haben die eigentlich gerade für ein Problem gehabt? War da gerade noch Holz? Nehmen wir kein Holz. Okay. Passiv ist erledigt. Bitte! Kann mich nicht jemand retten! Ja doch, klar. Bro. Alles cool? Du hast mir meine Freiheit geschenkt. Wie soll ich dir nur danken? Ja, passt schon. Alles cool. Easy, why not? Na? Sind wir die Sache. Kannst auch Glück, vom Glück reden, dass ich vorbeigekommen bin. Ah, nee, ist jetzt wieder so ein Scheiß. Ah, jetzt halt doch die Schnuffel, Mann. Ah. Da sind einige Laden. Achso, das ist doch unser sogar. Na? Und nehmen wir noch ein paar andere Sachen. Gut, gut, gut. Naja. So, zack. Brauchen leider das Ledertierchen. Tut mir mega sorry. Ich war ja mal kurz noch zwischen. Dann können wir nicht so weiterlaufen. So haben wir das hier, das hier. Sehr schön. NYPD. Macht Spaß. Ich leg mich mit denen nicht an, Alter. Dann spreche ich mir noch mal kurz. Hallo. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut.
Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Echt? Hier. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Ja, diesen Platz hast du dir verdient. Ah, danke, Föhn. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut.